Die Arbeiten in unseren Videos werden durch einen Fachmann ausgeführt. Alle Erklärungen sowie Durchführungen sind lediglich eine Empfehlung der Anbieter. In diesem Video möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie die Frontblende Ihres Kühlschrankes tauschen können. Öffnen Sie zuerst die Tür und lösen Sie die beiden unteren Schrauben der Frontblende. Klappen Sie diese nun hoch und ziehen Sie dann die Stecker ab. Lösen Sie dann die Schraube der Masseverbindung. Sie können jetzt die Schrauben des Scharniers lösen. Halten Sie dabei die Blende fest, damit diese nicht herunterfällt. Nehmen Sie dann die Frontblende ab. Lösen Sie dann die Schrauben der inneren Verkleidung der Frontblende und nehmen Sie diese ab. Nehmen Sie nun die Kabel des Türkontaktschalters ab und nehmen Sie diesen aus der Blende. Sie können hier jetzt die Stecker einfach herausdrehen. Achten Sie hierbei auf die Belegung. Sie können nun das Display aus der Blende nehmen, indem Sie die Halterungen an den Seiten nach innen drücken und dann kann das Display nach vorne herausgenommen werden. Setzen Sie dann das Display und den Türkontaktschalter in die neue Frontblende ein. Verbinden Sie dann wieder die Kabel des Türkontaktschalters. Stecken Sie dann die Stecker wieder in die innere Verkleidung. Achten Sie auch hierbei wieder auf die Belegung. Schrauben Sie die Verkleidung dann an der Blende fest.
Befestigen Sie dann die Frontblende an den Scharnieren. Schrauben Sie nun die Masseverbindung wieder an der Frontblende fest. Sie können nun die Kabel wieder in die Blende stecken. Schließen Sie dann die Frontblende und schrauben Sie diese mit den beiden unteren Schrauben wieder fest.